Kapitel 11.7 Gräber als Orte der Anbetung. Ibn Mas'ud überlieferte, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Die schlechtesten Menschen sind jene, die am Leben sein werden, wenn der letzte Tag einbricht, und jene, die die Gräber als Orte der Anbetung nehmen. Jundub ibn Abdillah berichtete, dass der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, 5 Tage vor seinem Tod sagte: Jene vor euch nahmen die Gräber ihrer Propheten zu Orten der Anbetung. Nehmt nicht ihre Gräber als Orte der Anbetung, denn wahrlich, ich verbiete euch, dies zu tun. Dazu ist es notwendig zu definieren, was genau unter dem Ausdruck Gräber als Orte der Anbetung nehmen zu verstehen ist. Hierzu gibt es 3 mögliche Bedeutungen, die vom arabischen Satz abgeleitet werden können. Erstens, das Verrichten von Gebeten oder Sujud, also Niederwerfung, auf oder in Richtung der Gräber. Das Beten auf Gräbern ist ausdrücklich verboten durch den Hadith von Ibn Abbas, in welchem der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Betet weder in Richtung der Gräber noch auf ihnen. Ebenso im Hadith von Abu Martad, der bereits erwähnt wurde. Zweitens, das Bauen eines Masjid über einem Grab oder die Platzierung eines Grabes in einem Masjid. Das Bauen von Masjids über Gräbern ist verboten durch den Hadith von Salama, in welchem der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, jene Menschen zu den Schlimmsten der Schöpfung erklärte, die über Gräber Orte der Anbetung errichten. Das Errichten eines Grabes in einem Masjid wurde nach Aishas Interpretation der eindeutigen prophetischen Aussage verboten. Möge Allah jene Leute verfluchen, welche die Gräber ihrer Propheten als Masjid nehmen. Als man den Vorschlag machte, den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, in seinem Masjid zu begraben, widersprach sie mit den letzten Worten des Propheten. Drittens, das Beten in einem Masjid, der ein Grab enthält. Dies ist verboten, da es sich geradewegs aus dem Verbot ergibt, Masjids über Gräbern zu errichten. Wenn ein bestimmter Weg verwehrt ist, so ist notwendigerweise auch das untersagt, was sich am Ende dieses Weges befindet. Beispielsweise verbot der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, musikalische Streich- und Blasinstrumente. Abu Malik al-Ash'ari überlieferte, dass er den Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, sagen hörte: Es wird unter meinen Anhängern solche geben, die Unzucht und Ehebruch, das Tragen von Seide für Männer, das Einnehmen von Berauschendem und Musikinstrumente als erlaubt erklären werden. Das Spielen dieser Instrumente und das Zuhören sind automatisch verboten, da sie den Zweck darstellen, weshalb diese Instrumente hergestellt wurden. Ähnlich richtet sich weder das Verbot der Errichtung von Masjids über Gräbern, noch der Befehl, sie woanders zu bauen, gegen das Bauen von Masjids an sich. In Wirklichkeit wurden sie ja nur für das Salah, das Gebet, errichtet. Damit weist das Verbot, Masjids über Gräbern zu bauen, eigentlich darauf hin, dass dort kein Salah, kein Gebet verrichtet werden darf.